Ja, die das, danke. Die das. Ja, hallo, Philipp Jack ist mein Name. Ich bin Naturfotograf aus Österreich und heute möchte ich mich mit euch über ein Thema unterhalten, das meines Erachtens sehr wichtig ist in der Fotografie, das Backup auf Reisen. Ich bin aktuell in Finnland unterwegs und das Hauptthema der Reise sind Wildtiere, also Bären, Wölfe, Vielfraße. Wir konnten bereits ein paar Eulen fotografieren und zwar war das der Habichtskauz. Da haben wir super schöne Sichtungen gehabt. Wir haben gesehen, wie die Elternvögel die Jungtiere oder das Jungtier im Nest füttern. Und da haben wir ein paar coole Bilder schon machen können. Also das war schon mal ein richtig lässiges Highlight des ersten Tages. Jetzt geht es dann demnächst ins Hide, also ins Fotoversteck, wo wir dann stundenlang warten und hoffentlich den einen oder anderen Bären sehen. Und ja, mal schauen, was sonst noch alles vorbeikommt. Aber zum heutigen Thema. Backup auf Fotoreise ist was ganz was Wichtiges. Wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir natürlich auch schauen, dass wir die Bilder, die wir gemacht haben, die schönen und die Erlebnisse, die damit verbunden sind, mit nach Hause nehmen. Dafür müssen wir schauen, dass wir die Bilder möglichst gut speichern und nicht nur einfach speichern, sondern mehrfach speichern. Für die Speicherung der Bilder habe ich sogenannte SSD Solid State Drives mit. Und diese SSD-Speichermedien haben den großen Vorteil, dass sie super klein sind, also ich würde schon sagen fast winzig und sehr robust sind. Ich verwende da einerseits die von Western Digital My Passport. 2 Terabyte ist meistens ausreichend, für mich zumindest. Dann habe ich zusätzlich als Backup die SanDisk Extreme Portable 2 Terabyte. Wenn es scharf stehen möchtet. Genau. Bei den SanDisk Extreme Portable, da hat es eine Charge gegeben, die von einem Rückruf betroffen war. Deshalb würde ich zuerst gut recherchieren, bevor ihr euch solche anschafft, welche Serien betroffen waren. Die werden sicher nicht mehr neu verkauft, aber wenn ihr die gebraucht kaufen solltet oder wie auch immer, da bitte darauf achten, dass ihr nicht diese erwischt, die vom Rückruf oder vom Datenverlust betroffen waren, weil sonst ist der Backup wieder nicht so sinnvoll. Das Erste, was wir machen, ist einmal fotografieren. Einige Kameras haben die Möglichkeit, auf 2 Speicherkarten zu schreiben. Das heißt, um einen Datenverlust vorzubeugen bzw. um die maximale Sicherheit zu erreichen, schreibt meine Kameras auf die eine und auf die gleiche simultan. Ich verwende die Speicherkarten von Angelbird. Angelbird ist eine österreichische Marke. Die bauen sehr robuste und extrem schnelle Karten. Bei einer Karte hat es früher mal einen Rückruf gegeben, da hat der Kunststoffteil hat da Probleme gemacht, hat aber keinen Datenverlust oder so mit sich gezogen. Es war nur ein Materialfehler, der dadurch entstanden ist, dass die CF Express Typ B Karten, also weil die so viel schreiben, so schnell sind, relativ warm geworden sind und der Kunststoff hat das nicht so gut ausgehalten, warm werden und das abkühlen. Das Problem ist mittlerweile behoben und ich habe damit null Problem mit der neuen Karte. Wir haben quasi 2 dieser Karten über relativ große Karte, das heißt, es dauert sehr lang, bis der voll wird. Als nächstes gehen wir mit einer dieser beiden Karten in den Computer. Ich speichere das direkt in meinen Lightroom-Katalog. Das heißt, ich habe, wenn ich den Computer mit habe, habe ich meinen Lightroom-Katalog mit und speichere das direkt in meinen Hauptkatalog rein. Das heißt, ich habe dann schon die richtige Sortierung und alles so, wie ich es gern hätte. Und anschließend gehe ich rein und übertrage die Bilder
Und wenn ich das, die Bilder übertragen habe, dann sind sie direkt auf dieser SSD gespeichert. Also auf dieser Haupt-SSD ist einmal mein Katalog gespeichert und die ganzen Bilder. Das heißt, ich habe das jetzt dann nicht nur in doppelter Ausführung auf den Karten, sondern auch einmal auf dieser SSD. Diesen Schritt mache ich täglich. Ich speichere meine Bilder auf die SSD und übertrage die dann ins Lightroom. Und anschließend bleiben die Bilder auf der Karte, weil da habe ich genug Speicherplatz. Wenn es so sein sollte, dass der Speicherplatz auf der Karte niedrig sein wird, werden würde, dann muss ich die ersetzen, aber das dauert extrem lang bei diesen großen Speichervolumen. Aber grundsätzlich für so ein, zwei Wochen Reisen bleiben die Bilder für die ganze Reise auf der Karte und ich verwende die gleiche und ich speichere jeden Tag die Bilder auf die SSD, wo auch der Lightroom-Katalog drauf ist. Anschließend, das mache ich jeden zweiten, dritten Tag, wie ich Zeit habe, habe ich zusätzlich noch eine Backup-SSD mit, die sehr robust ist und mit der ich sehr zufrieden bin, die noch nie Probleme gemacht habe. Die Bilder werden dann auf diese gespeichert. Das heißt, dann habe ich in Summe 4 Kopien. Der große Vorteil, wenn ich den Lightroom-Katalog gleich mitnehme auf die Reise, ist, dass ich während der Reise bereits das eine oder andere Bild entwickeln kann. Ich kann vor Ort den Mitreisenden zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite, wie ich es entwickle, was ich für Anpassungen mache und kann auch zusätzlich die Sortierung der Bilder zeigen, wie ich vorgehe beim Auswählen, welche mir gefallen, welche mir nicht gefallen, was ich für Tastenkombinationen verwende. Das sind einfach alles so praktikable Dinge, die man vor Ort dann ideal schon zeigen kann. Wenn ich dann zurück nach Hause reise, ist es so, dass ich mehrere Kopien habe. Das Backup, das kommt gut geschützt ins Aufgabegepäck. Die Haupt-SSD, wo die ganzen Arbeitsdateien auch drauf sind, also Katalog und so, die kommt mit mir ins Handgepäck, also die habe ich selbst dabei. Und die beiden Karten, die sind ebenfalls quasi bei mir in der Kamera noch oder in einem robusten Case, wo ich meine ganzen Speicherkarten drinnen habe. Wenn ich dann zu Hause bin, dann folgt ein weiterer Schritt, ein wichtiger. Mein Lightroom-Katalog ist ja nach wie vor auf der SSD und zu Hause wird das Lightroom nachher geöffnet. Ich übertrage die Bilder auf mein Netzwerklaufwerk, also auf mein NAS-System. Und da werden die Bilder noch und noch auf dem NAS-System, das heißt Network Attached Storage, auf dem NAS-System werden die Bilder dann wird so eine Kopie hergestellt. Das heißt, es ist ein ausfallsichereres, also es ist ein System, wo ich quasi die Bilder mehrfach abgespeichert habe und wo es eine gewisse Redundanz herrscht. Und anschließend, die Bilder von meiner SSD werden dann aufs NAS übertragen und dort sind alle meine Bilder gespeichert. Alle halben Jahr oder so. Gehe dann so vor, dass ich auch ein externes Backup zusätzlich einrichte und das wird dann woanders untergebracht. Auch wenn was Gröberes passiert, kann ein Großteil meiner Bilder gerettet werden, was natürlich ideal ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt da das eine oder andere mitnehmen können und ja, freut mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.